Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute aus dem Wald direkt. Perfekt, super schöner Tag, um ein bisschen Touren fahren zu gehen, weil die letzten Tage war schon viel Action mit Springen und auf und ab und so weiter. Deswegen heute ein entspanntes Video für euch. Und zwar gibt es heute endlich den Bike-Check vom Canyon Talk. Und ich werde euch über alle Probleme aufklären, alles, was ich gut finde und so weiter. Und euch sagen, warum das erst jetzt kommt. Viel Spaß beim Video. Also, eigentlich eine ganz einfache Story, warum ich es jetzt mache. Es ist jetzt ungefähr fast 6 Monate her, dass ich das Bike habe. März, was haben wir denn? April, Mai, Juni, Juli, August, September. Ja, ungefähr 6 Monate. Und ich glaube, jetzt kann ich so langsam ein bisschen Feedback geben. Ich dachte mir, ich gebe nach 6 Monaten, vielleicht nochmal nach einem Jahr ein Feedback. Und dann habt ihr auch ein vernünftiges Feedback nach Problemen und so weiter. Wie ihr vielleicht wisst, fahre ich das Canyon Talk CF 7.0. Das heißt Carbon-Ausstattung. Nicht direkt die allerbeste Ausstattung, weil es war einfach auch ja ein bisschen teuer. Ich habe 3.600 € bezahlt für das Ding. Hab das damals gekauft, weil es einfach nichts anderes gab auf dem Markt. Ihr kennt ja vielleicht das Problem mit der Verfügbarkeit, besteht ja immer noch, und damals war es halt das einzige Bike, was ich möglichst schnell haben konnte. Radon hat dann noch irgendwann 4 Monate später mich angerufen und hat gesagt, ja, das Jab wäre jetzt da, ob ich es mal Probe fahren will. Da hatte ich das Fahrrad aber hier schon 4 Monate. Ja, die Ausstattung könnt ihr euch ja ganz genau auch auf der Website angucken. Ist nichts Besonderes. Code R, Bremse, Zap, Select, Ultimate Plus, glaube ich. Gabel, dann dazu der passende Dämpfer, G5 Vorbau von Canyon, G5 Griffe, Schaltung ist die GX Eagle, Ergon Sattel, die Pedalen habe ich die Stamp One geholt, das ist das einzige, was ich halt wirklich jetzt zusätzlich angeschafft habe. Aber ich bin ganz ehrlich, ich kenne mich auch mit den Teilen einfach gar nicht so krass gut aus. Aber ich möchte euch ein bisschen was sagen, was ich gut finde am Talk, was ich schlecht finde. Und natürlich auf das bekannte Hinterbauproblem mit eingehen. Und darüber sprechen wir jetzt. Our eyes are closed when we start this loop on repeat. Hear my chest, how it beats when you put your head. Sprünge, Steinfelder, da muss ich übrigens auf Tubeless umrüsten, wie ihr gemerkt habt, war ja schon wieder mein Hinterreifen platt, also 2 Platten in 2 Wochen, das ist schon eine Nummer, das heißt, jetzt ist auf jeden Fall Tubeless bald dran, aber es hat einfach alles gemacht, was ich wollte. Nachteil ist, ich hätte vielleicht eher ein L-Fahrrad gebraucht, das ist ein M-Fahrrad. Und ich hatte immer mehr so das Gefühl, es ist ein bisschen zu klein. Und wenn ich mich von außen auf dem Bike sehe, habe ich auch das Gefühl, das Rad ist irgendwie zu klein. Thomas sagte, es ist gar nicht so schlimm, aber ich konnte das Bike halt auch nicht Probe fahren. Und ich habe mich auf das Fahrrad draufgesetzt, bin am ersten Tag gefahren und es war natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das heißt, für alle, die gerade ein ganz normales Fahrrad fahren, so ein normales Mountainbike All Mountain, was irgendwie 400 € oder 500 € gekostet hat, ihr werdet euch auf jedem dieser Fully Mountainbikes einer höheren Preisklasse einfach ganz, ganz anders fühlen. Das ist einfach eine andere Welt. Ich habe mir direkt andere Sachen zugetraut, als ich mich mit dem anderen Bike getraut habe, weil ich einfach, das fühlt sich einfach anders an. Das heißt, alle, die jetzt gerade irgendwie ein Mountainbike kaufen wollen, ihr werdet euch mit jedem Bike gut fühlen. Macht euch Gedanken, wie viel Federweg möchtet ihr haben, wofür möchtet ihr das Mountainbike benutzen. Für mich war klar, ich wollte so einen Allrounder haben. Und ich bin der Meinung, das habe ich bekommen. Ich finde auch gerade die Bergauf-Performance, auch wenn ich viel rumjammer, aber ich bin jetzt viel auch zur Arbeit mit dem Rad gefahren und so, finde ich einfach gar nicht mehr so schlimm. Ich glaube, es lag eher an meiner Ausdauer anstatt beim Fahrrad, weil ich kann den Dämpfer hier einfach sperren und dann ist es ziemlich, ziemlich hart. Dann bounce es nicht so rein. Klar, die Geometrie ist für Bergauf jetzt auch nicht so super, aber kommen wir noch zu 2 wichtigen Punkten, und zwar Hinterbauproblem. Und was ich sonst für Probleme hatte. Toi, 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 bis auf die Platten, wo das Bike nichts dafür kann, nichts gewesen. Ich hatte ein Knacken im Vorbau. Das haben vielleicht viele in der Instagram-Story mitverfolgt. Ich habe hier im Steuersatz, dann habe die Gabel rausgenommen und so, habe alles sauber gemacht und dann war das Knacken weg. Dann habe ich hier ein bisschen Knacken in der Pedale, aber ich glaube, ich muss einfach das mal sauber machen, mal wieder anständig fetten und dann läuft das auch wieder, dann knackt das nicht. Hinterbauproblem habe ich tatsächlich nicht.
Viele sagen ja immer, das Canyon hat ein Hinterbauproblem und das sind dann hier diese Lager, die irgendwie zu viel Spiel haben. Und bei mir ist alles bombenfest. Also ich habe gar kein Problem damit. Es gibt so ein Plug-in-Lager, das ist irgendwie hier, das ist nur so reingesteckt. Und als ich die alle mal ein bisschen nachziehen wollte, weil immer wenn ich länger gefahren bin und viel in einem Park war, halte ich mich daran, was der Hersteller sagt, nämlich alles einmal ein bisschen nachziehen, gucken, ob alles okay ist. Und dabei habe ich blöderweise da reingeschraubt und habe diese Gummidichtung, das ist so eine Mini-Gummidichtung, kaputt gemacht. Und jetzt steckt das halt nur noch halb fest, aber es bleibt trotzdem drin. Ist auch überhaupt nicht schlimm irgendwie. Was würde ich anders machen? Auf jeden Fall ein größeres Fahrrad mal Probe fahren, ob ich mich wohler darauf fühle. Was ich definitiv verändern werde, ist der Sattel, weil ich den irgendwie nicht so geil finde für Touren. Fühlt sich nicht so super gut an. Die G5-Griffe von Canyon werde ich ändern. Die sind halt jetzt ein bisschen abgenutzt auch schon und das ist der Hauptgrund, warum ich die dann ändere, weil ich will kein Geld rausschmeißen für unnötige Teile. Das heißt, ich fahre die erst runter und dann hole ich mir neue. Und so mache ich das mit allen, werde ich das mit allen Sachen machen. Mein Vorderreifen, der eiert jetzt ein bisschen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Mantel einfach ein bisschen einen Hau wegbekommen hat, als ich den Schlauch gewechselt habe. Aber prinzipiell eiert das ein bisschen, aber ist auch nicht so schlimm. Also es stört nicht wirklich. Man soll ja eh nicht so viel aufs Vorderrad gucken, wenn man fährt, sondern mehr nach geradeaus. Und deswegen ignoriere ich das jetzt einfach, bis der Reifen runter ist. Und hole mir dann neue Reifen. Ja, und sonst hätte ich eigentlich nicht viel anders gemacht. Die Mücken machen mich wieder fertig. Ich bin zufrieden mit dem Bike. Ich kann wirklich nicht meckern. Bessere Ausstattung geht irgendwie immer. Aber wie schon am Anfang gesagt, ich hätte mich auf jedem Fahrrad irgendwie super gut gefühlt. Und es war auf jedem Fahrrad wäre es ein großer Unterschied gewesen zu dem Fahrrad vorher. Was ich euch ans Herz legen kann, jetzt wo es mir die Möglichkeit gibt, fahrt die Bikes Probe. Setzt euch mal drauf, lasst euch beraten, dreht mal eine Runde. Ich war jetzt ja bei den Radon Test Days, wie ihr gesehen habt. Das war super geil, weil ihr dann einfach auf dem Trail wirklich das Ganze auch testen könnt und nicht nur mal eine Runde durch den Laden fahren könnt. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ich bin happy mit dem Fahrrad. Ich werde das auch noch weiter fahren. Es wird nicht die letzte Saison gewesen sein, außer es kriegt jetzt irgendwie einen großen Schaden oder so. Ich werde dann am Ende der ersten Saison mal vielleicht einen Service machen lassen und alles mal checken lassen und dann bin ich auch glücklich damit. Nichtsdestotrotz würde ich halt beim nächsten Mal unbedingt das Bike Probe fahren, aber sonst bin ich sehr, sehr happy. Bremsen könnte ich vielleicht irgendwann noch aufrüsten, habe ich ganz am Anfang gedacht, aber jetzt mittlerweile stört mich die Code R nicht. Also ich soll eh weniger bremsen und mehr rollen lassen, deswegen nicht so schlimm. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich habe einige Fragen einfach beantwortet, die euch bei dem Talk auf der Seele gebrannt haben. Wenn ihr noch irgendwelche spezifischen Fragen habt, dann schreibt es einfach gerne in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst gerne ein Abo da. Das nächste Mal dann wieder auf dem Trail. Bis dann.